Tat, Meerschweinchen, aber um die geht es heute nicht, denn wir haben etwas geschenkt bekommen von der Amazon Wishlist und da wirst du dich drüber freuen. Du hast noch gar keine Ahnung, ne? So gar nicht. Und das ist von Chantal. Dankeschön, dann freue ich mich schon auf Dante im Bällebad. Viel Spaß damit. Ja, so, wir haben hier das Bad, wir haben hier einen Dante und jetzt haben wir Bälle. Extrem geil. Ich bin so gespannt. Darum vielen, vielen Dank für das Geschenk von der Amazon Wishlist. Was ist hier? Das ist auch ein Geschenk. Das ist aber nicht für dich. Ich bin eher besorgt, ob die Bälle zu wenig sind. Ja, ne? So, was haben wir denn hier? Zack, denn hier haben wir nämlich noch Mais. Das wurde auch von der Wishlist gekauft. Da kannst du immer noch nichts mit anfangen. Und das ist auch von der Chantal. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nämlich gut. Draußen ist nämlich eine Zucchini und eine Gurke verreckt. Oh, die sind wirklich gut fest. Ja. Und dann kann ich da nämlich jetzt was anpflanzen. Und das kriegen dann nämlich die Meerschweinchen. Übrigens, Spoiler. Aber das kommt dann erst danach raus. Ne? Das Gehege ist fertig. Guck mal, wie geil das einfach aussieht. Dante, was ist das? Was hast du da geschenkt bekommen? Zeig es. Ich bin jetzt gespannt, ob er darauf reagiert. Warte, ich mache Weitwinkel. Was ist das? Oh, ja, wir brauchen definitiv mehr. Ja. Habt ihr gehört? Wir brauchen noch mehr. Wir packen sie einfach nochmal auf die Wishlist, das passt schon. Ja, das ist nicht so viele, wie wir gedacht haben, ne? Ja. Das sah in der Verpackung... Nee, Quatsch, das sah auf der Wishlist, sah das so viel, viel mehr aus. Was? Sag mal! Guck mal, Dante, Bälle. Du magst Bälle, glaube ich. Magst du Bälle eigentlich? Bälle. Was sind Bälle? Mehr Bälle. Bälle. Was, er ist total verwirrt. Das. Ich glaube, da haben wir mehr Spaß dran als er, wa? Bitte. Komm hier mal rein! Bällebad! Was ist das? Das check ich nicht. Was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hallo? Was macht man damit? Papa? Was macht man damit? Das sind Bälle in einem Bad. Aber was soll mir das jetzt sagen? Was soll mir das jetzt sagen? Hilfe! Sag mir doch, was ich machen soll! Da reingehen. So, Geheimtrick Nummer 8. Dante, hier. Übrigens ein guter Trick, um den Hund zu beschäftigen. Das habe ich auch schon in anderen Videos gesehen. So muss er zwischen den Bällen tatsächlich das Leckerli finden. Ja. Oh, Essen. Ja, das ist immer gut. Damit kann man Hunde sehr gut überzeugen. Guck mal, du bist in einem Bad. Und du wirst nicht nass, ist das nicht cool? Seine Hinterbeine sind total angespannt, weil er eigentlich Wasser erwartet hat. Ja, das ist kein Wasser. Findest du das cool? Komm bitte, find das cool. Nein, er ist schon wieder draußen. Geh wieder rein! Dante, geh wieder rein. Hab Spaß? Ja. Was ist Spaß? Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, ja, du kannst ja rumschubsen. Ich glaube, wir kaufen einfach noch ein paar. Wenn ihr sie nicht holt, holen wir sie. Möchtest du? Mach was, Dante. Okay. Er wird warm. Hast du noch Leckerlis? Nicht in der Hosentasche. Ich hatte nur eins in der Hosentasche. Mama geht? Muss ich jetzt hinterher? Ja, ich glaube, ich muss hinterher. Mama, warte! Ich komm. Oder Bälle? Schwer. Leckerlis! Dann schnell wieder rein. Besuch! Oh mein Gott, ist das niedlich! Oh! How to beschäftigen Hund. Mit Leckerlis, Bällen und einem Bad. Nice. Ja, los, such weiter! Ihr sucht! Da sind noch ein paar drin.
Das ist erstmal das Bällebad schwimmen lernen, ein bisschen mehr haben. Dann können wir ihn da reinschmeißen, dann ist der Hund weg. Okay, jetzt wahrscheinlich nicht hier drin, aber trotzdem. Schnell reinfeuern. Yeah! Wenn er es nicht sieht, sonst rennt er ja direkt hin. Genau. Normalerweise sind das mehr Bälle und dann muss man halt richtig graben danach. Mhm. Aber wir haben uns anscheinend verschätzt. Wir haben gedacht, dort wären viel mehr. Ja. Jetzt die Frage, findet das cool, weil da Bälle drin sind oder findet das cool, weil da Leckerlis drin ist? Ja, wegen den Leckerlis. Aber er muss die Bälle darin toll finden. Wenn man Kinder im Bälleparadies abgibt, finden die das auch da nur wegen den Bällen toll. Ja, nicht, weil da Essen zwischendrin ist. Wir brauchen einfach mehr. Mehr! Dann passt das schon. Wenn er sich da durchbuddeln kann wie ein Hamster, ja, dann wird's richtig nice. Genau, das ist es ja eigentlich. Also, betrachtet das als das erste von zwei Videos. In Zukunft wird es definitiv nochmal ein anderes Bällebad-Video geben. Mit mehr Bällen im Bad. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, Daumen rauf. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Werdet gerne Patreon. Guckt bei uns auf die Wishlist vorbei. Alles freiwillig offensichtlich. Und man hört. Man stört sich. Ja, bis dann. So, gibt's noch mehr Leckerlis hier? Was soll denn das? Hallo, mehr Leckerlis? Ja, geht doch hier. Verdammt, Hake. Wow. Jetzt gönn's aber. Und weil das dazugehört. Hey, was soll das? Oh, sag.